Hallo und herzlich willkommen zum Kinoressort bei Tagesschau 24. Zehntausende Menschen aus Ghana oder mit Beziehungen dorthin leben in Deutschland. Besonders groß ist die ghanaische Gemeinde übrigens in Hamburg. Deswegen werden auch die Exil-Ghanaer in ihrer alten Heimat gerne Borger genannt. Ein Ehrentitel für die, die es geschafft haben in der Ferne. Scheitern ist nicht vorgesehen und welche Probleme die Migranten haben könnten, interessiert nicht. Als Erfolgsnachweis schicken sie das oft mühsam verdiente Geld an ihre Familien. Geschätzt ein Sechstel des Bruttosozialprodukts von Ghana bilden solche Überweisungen. Davon erzählt der Spielfilm Borger. Hauptdarsteller Eugene Boateng wurde gerade mit dem Deutschen Filmpreis als bester Schauspieler ausgezeichnet. Hey. Hey. I'm from New York. How often does that work? What? To pretend being from New York. It is easier to be an American than an African. So where are you from then? Kodjo kommt aus Ghana. Und das kommt nicht so gut an. Seine Kindheit auf einer Müllkippe. Kodjo. So much ehanua. I didn't know. Yeah, you are more. Mhu akwasampa for. Opeso yakwasapinyana. Kodjo will ein Borger sein. Einer, der es geschafft hat. So udim ranisu debiara. Unyesikada. Hier hat er keine Perspektive. Nach einer Irrfahrt kommt Kodjo nach Deutschland. Doch vom Reichtum ist in diesem Deutschland nichts zu sehen. Eine Blase der Ausgeschlossenen. Ohne Arbeitserlaubnis bleiben ihm nur Hilfsjobs. Willst du wirklich alles machen? Kodjo macht alles, um Geld zu machen, denn er steht unter Druck. Seine Familie in Ghana erwartet von ihm, dass er reich wird und dass er sie ernährt. Ein Borger zu sein, hat nicht nur schöne Seiten. Dieser Film erzählt von Fluchtursachen. Vor allem aber zeigt er eindringlich die ghanaische Innenperspektive. Preiswürdig gespielt von Eugène Boateng und Christiane Paul. Ein Film, der den Horizont erweitert. Borger, jetzt im Kino. Halleluja.